Du hast Godrick den Goldenen besiegst und willst jetzt seine Rune wiederherstellen, dann bist du hier genau richtig. Hey Leute, ich bin Stefan Fuchs, ein Dark Souls Platin-Spieler und auf diesem Kanal bekommst du Tipps und Guides rund um Elden Ring und den neuesten Spielen auf der PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Los geht's! Nach dem Kampf gegen Godrick den Goldenen bekommst du natürlich die Möglichkeit, eine seiner beiden Waffen herzustellen, aber zusätzlich eben auch noch die große Rune von Godrick. Leider kannst du die an dieser Stelle jetzt erstmal nicht ausrüsten, weil diese Rune ihre Kraft verloren hat. Die musst du erst einmal wieder herstellen, um sie dann anlegen zu können und hier massivst von zu profitieren. Um das zu machen, musst du in den heiligen Turm von Limgrave gehen. Der befindet sich direkt auch hier in der Burg von Godrick, ist aber ein klein bisschen tricky zu erreichen. Der beste Startpunkt, um zu diesem Turm zu gelangen, ist der zentrale Aufzugsraum in der Burg. Hier hast du sicherlich schon den Aufzug freigeschalten, der dich nach unten hin zum Haupttor in diesen großen Innenhof bringt. Und da läufst du einfach nur lang, aber hier anstelle von nach links hinter zu Godrick, gehst du einfach nach rechts diesen kleinen Gang nach unten runter. Aufgepasst, hier sind einige Belagerungswaffen, die dir massiven Schaden zufügen können. Deswegen musst du hier damit rechnen, einige Ausweichrollen durchzuführen und ziemlich vorsichtig einfach hier lang zu gehen. Sobald du dann in dem nächsten kleineren Innenhof bist, empfehle ich dir erst einmal nach links zu laufen und direkt hier durchzurennen zum nächsten Ort der Gnade und den erstmal zu aktivieren, weil dann hast du diese Sektion auf jeden Fall schon mal geschafft. Vor dem Tor wartet nämlich hier der Löwe von Godrick, den du auf einigen nicen Bildern, die im Schloss aufgehängt waren, schon erkennen konntest. Aber hier an dieser Stelle musst du den Löwen nicht einmal besiegen, um die große Rune zu aktivieren. Genau dort, wo der Ort der Gnade ist, befindet sich nämlich auch eine riesengroße Brücke, auf der insgesamt drei große Riesengegner spawnen. Auch wenn die im ersten Moment aussehen wie Endgegner und es sich so anfühlt, zumindest als ob hier ein kleiner Mini-Endgegner-Fight startet, sind die drei hier einfach ganz normale Gegner, die auch jedes einzelne Mal respawnen und die du jedes einzelne Mal neu plätten kannst, wenn dir das hier Spaß macht. Deine Aufgabe besteht hier nämlich darin, ans andere Ende der Brücke zu rennen. Hier kannst du entweder die drei Gegner erst einmal ausschalten oder du rennst einfach schnurstracks an denen vorbei und hinten an der Brücke befindet sich hier so ein kleines Portal. Mit dem interagierst du einfach nur und schwuppdiwupp befindest du dich hier am Heiligen Turm von Limgrave. Ganz wichtig, das große Tor zu dem Heiligen Turm kannst du erst dann öffnen, wenn du Godrick schon besiegt hast. Im Inneren des Turmes erwartet dich hier ein Fahrstuhl, der dich bis ganz nach oben bringt und ganz oben auf dem Turm ist nicht nur ein weiterer Ort der Gnade, an den du permanent zurückreisen kannst, sondern eben auch noch ganz oben auf der Turmspitze drauf ein Ort, an dem du die Kraft der großen Rune von Godrick wiederherstellen kannst. Anschließend kannst du diese Rune an jedem einzelnen Ort der Gnade ausrüsten und ganz speziell diese Rune sorgt dafür, dass alle deine Attribute gesteigert werden und du dadurch einfach einen massiven Bonus auf Lebenspunkte, Verteidigung und Angriff bekommst. Demzufolge lohnt es sich hier auf jeden Fall, die Großrune wiederherzustellen und diesen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen.